In dieser Ask the Punk Show geht es um Fake Influencer. Es geht um die größere Glaubwürdigkeit von Menschen mit Geld. Und es geht um Angst und Selbstbewusstsein beim Verlassen seines gut bezahlten Jobs. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Daniel fragt: Vielen Dank, Gerald, für deine ersten 100 Ask the Punk Shows. Auf Instagram und anderen Plattformen werden immer mehr Fake-Fans sowie Engagement, Likes und Kommentare gekauft. Wie kann man sich als Unternehmer vor solchen Fake-Influencern schützen und seine wertvollen Marketing-Euros sinnvoll einsetzen? Liebe Grüße, Daniel. Also Daniel, ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass aus mir unerfindlichen Gründen, aber vermutlich ist es eben Status und nennen wir es mal Show, immer mehr oder sehr viele Instagrammer dazu übergehen, nennen wir es mal so, die Plattform zu missbrauchen, sich de facto Fake-Fans zu kaufen, Fake-Kommentare und ähnliches. Aber diese Dinge haben kurze Beine. Nummer eins ist extrem peinlich. Also wenn beispielsweise du 2000 Likes auf ein Video hast, aber dann nur 5 Kommentare, sieht man irgendwie, da stimmt was nicht. Ja? Genauso, wenn du plötzlich an einem Tag 25.000 Follower hast und am nächsten Tag 40.000, nachher die Follower fallen, sieht auch jeder, der nicht total blind ist, hier stimmt irgendwas nicht und die Leute blamieren sich auch. Das sind auch zwei weitere Punkte. Wenn Instagram auf gewisse Dinge draufkommt, ist ein Account gesperrt. Und das zweite ist, es zerstört ja auch den Algorithmus. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn euch die Interaktion viel weniger wird, weil die neuen Fans de facto eigentlich nicht mit dir interagieren, sondern das de facto eben nur Bullshit-Fans sind, hat es auch den Nachteil, dass irgendwann die Bilder nicht mehr so oft gezeigt werden und dass es am Ende den Algorithmus zerstören kann, auch deine Weiterentwicklung. Das heißt, ich kann nur entschiedenst dazu raten, von diesen krummen Wegen Abstand zu nehmen. Es gibt sogar Agenturen, die das promoten. Was ich immer mache, die schmeiße ich hinaus und frage sie, ob sie noch einen Fußtritt haben wollen, weil sie meine Zeit so stehlen. Auch im Online-Marketing gibt es ein paar Grundregeln. Eines davon, du musst authentisch sein, du musst ehrlich sein und du musst etwas tun, was den Leuten Wert stiftet. Du musst etwas machen, wovon die Leute etwas haben, was sie interessiert, was cool ist, was geil ist und keinen Bullshit. Der Bullshit hat kurze Beine. Und viele Leute verwenden Social Media immer mehr für die Selbstdarstellung. Und Selbstdarstellung mag zwar vielleicht dem eigenen Ego helfen, wenn man sich irgendwie in tollen Posen sieht, aber die Selbstdarstellung bringt niemand etwas, außer die Leute sagen vielleicht, das ist ein arroganter Trottel. Ja? Aber selbst wenn, selbst wenn du dümmlich bist und die Leute unterhältst, so wie der Dorftrottel, kannst du den Leuten Wert stiften durch Unterhaltung, weil Leute lachen. Und damit kannst du Geld verdienen. Aber durch irgendwelche Selbstdarstellung, was du, wo du dich darstellst als etwas als Unternehmer oder als Star oder als reicher Mann, was du in Wirklichkeit überhaupt nicht bist, das ist nur peinlich. Und das führt am Ende dazu, dass du damit keinen Erfolg hast und am Ende nur deine Zeit vergeudest. Und ich kann nur eins empfehlen, lass die Finger von solchen Dingen, gib dich auch idealerweise nicht mit Instagrammern oder anderen Leuten ab, die die krummen Wege gehen, die haben alle kurze Beine. Und fokussiere dich darauf, dass du deine Social Media Plattformen legitim und ehrlich und stetig aufbaust, und zwar durch guten, geilen, authentischen Content, wo die Leute was lernen, wo die Leute Unterhaltung haben und wo die Leute am Ende davon für was bekommen. Dann wirst du auch langfristig viel mehr wachsen und kannst irgendwann über die ganzen Leute, wo dann die Fans rapide abnehmen, noch lachen, so wie die Leute über einen Dorftrottel lachen, wenn er ein paar Witze macht. Jonas fragt: Hallo Gerald, wieso wird einem bezüglich Finanzen bzw. rund um das Thema Geld mehr Glauben bzw. Vertrauen geschenkt als jemand anderem, der kein bzw. wenig Geld hat? Beispiel: Angenommen, ich habe Millionen auf dem Konto und erzähle beim Bier meinen Freunden, dass ein Hauskauf auf Pump in der Pampa Sinn macht, so glauben es mir 9 von 10 Leuten. Wenn ich allerdings erzähle, ein Hauskauf auf Pump in der Pampa macht keinen Sinn und mache aktuell einen Minijob und habe keine Millionen auf dem Konto, so werden es mir nur 2 von 10 Leuten glauben. Wieso wird meist jemandem, der mehr Geld hat, mehr Vertrauen geschenkt als jemandem, der von der Hand in den Mund lebt, wobei auch der von der Hand in den Mund lebt, mit seinen Aussagen recht haben kann? Alles, alles Gute, Jonas. Also Jonas, ich kann dir die Frage klar beantworten. Am Ende schenkst du immer jemand Glaubwürdigkeit, der etwas schon gemacht hat. Und wenn jemand eben, sagen wir so, Empfehlungen in Richtung Finanzen abgibt, ist natürlich jemand glaubwürdiger, ist ja ganz logisch, der bereits Geld verdient hat, als jemand, der noch nie Geld verdient hat. Es kann natürlich auch theoretisch sein, dass der noch nie Geld verdient hat und von der Hand im Mund lebt, aus welchem Grund auch immer trotzdem richtige Empfehlungen abgibt oder richtige Dinge sagt. Aber es ist klar, dass jemand, der
es schon gemacht hat, größere Glaubwürdigkeit. Das ist dasselbe, wenn du heute beispielsweise Unternehmen fürs Programmieren auswählst oder für Online-Marketing und ähnliches, wirst du auch fragen, was haben sie schon gemacht? Was ist ihr Track-Rekord? Du wirst auch, wenn du heute sagst, du hast zwei Ärzte zur Auswahl, der eine hat eine komplexe Operation, der eine Arzt hat schon 100 solche Operationen gemacht, der andere macht dich als Versuchskaninchen, wirst du auch eher den wählen, der 100 Operationen gemacht hat, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er Erfolg hat, größer ist. Es gibt weder Garantie, dass der, der mehr Track-Rekord hat oder mehr Geld, immer richtig liegt. Genauso ist es nicht richtig zu sagen, der, der kein Geld hat, liegt immer falsch. Aber die Wahrscheinlichkeiten sprechen dafür, dass jemand, der etwas bewiesen hat, der etwas gemacht hat, wenn man es mal mit größerer Wahrscheinlichkeit recht hat. Und eines noch, was man auch noch dazu sagen muss, man muss sich auch hinterfragen, wie jemand sein Geld verdient hat. Wenn jemand das als Lottogewinner verdient hat oder dem, was sich erschlafen oder ererbt hat, ist natürlich was anderes, als wenn sich jemand erarbeitet hat. Wenn sich jemand erarbeitet hat, hat er meistens eine andere Beziehung zu Geld, als wenn das irgendwie per Zufall gekommen ist oder nicht durch seine eigenen Tätigkeiten. Paul fragt, ist es normal, dass man einen Bolzen in der Hose hat, wenn man kurz vor der Kündigung des gut bezahlten Jobs steht, um komplett auf eigenen Beinen zu stehen? Viele Grüße, Paul. Also Paul, coole Frage. Also ich schätze mal, du meinst mit dem Bolzen irgendein menschliches Geschlechtsorgan oder ähnliches. Ich kann es nicht hundertprozentig sicher sagen, aber ich schätze mal, dass du das meinst. Es ist sicherlich so, wenn du in der Lage bist, das zu tun, dann hast du eben genau das Nervenkostüm, das richtig erfolgreiche Unternehmer brauchen. Die meisten Leute, die ja dann den sicheren Hafen verlassen, haben nicht immer auch ein gewisses Maß an Angst. Ja? Die, wie ja jetzt überspitzt gesagt, die würden sich tatsächlich die Hose scheißen. Haben Angst, mein fixes Einkommen ist weg, was mache ich jetzt, funktioniert das und so weiter. Und die Leute natürlich, die diesen Nerven auf Diamant haben, die sagen, ich mache das einfach, whatever it takes, die haben natürlich einen klaren Startvorteil. Und wenn du jetzt anschaust, ich meine, ich habe ja einige Bücher und Biografien von sehr, sehr erfolgreichen Unternehmern gelesen, wenn du heute zum Beispiel anschaust, was ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos oder andere vergleichbare Unternehmen am Anfang durchgemacht haben und welche Kämpfe die gefochten sind, auch welche Risiken die genommen haben, ja, muss man schon eines sagen, die haben tatsächlich den Ständer in der Hose und die scheißen sich nicht an. Und in Zeiten der digitalen Ökonomie, in Zeiten Winner takes it all, wird auch natürlich das Nehmen von Risiko immer wichtiger. Ist auch bei mir immer ein Thema. Ich bin eher jemand, der risikoscheu ist, aber zwangsläufig, um eben der Winner zu sein, also der Gewinner von allen, musst du mehr Risiko nehmen. It's tough, es ist hart und es ist psychologisch wahnsinnig schwer. Man kann es auch nur begrenzt üben. Man kann es durch Erfahrung üben und durch gewisse Trainings und Tricks. Aber Tatsache ist, der richtige Unternehmer, der hat tatsächlich den Bolzen stehen und geht selbstbewusst aus dem bürokratischen Sauhaufen, wo er war. Wenn dir diese Ask the Punk Show gefallen hat, hinterlass bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, findest du das auf meiner Homepage www.investmentpunk.academy. Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Erfolg.